dem letzten Ton war es 12 Uhr. Sie hören Nachrichten vom Deutschlandsender. Westdeutschland. Erschütternde Nachrichten über die sich immer mehr ausbreitende Polioseuche in Westdeutschland erreichen uns täglich. Besorgte Bürger wenden. Na, mein Fräuleinchen, haben Sie sie bestellt und vergessen abzuholen? Und wo kommen Sie her, wenn ich mal fragen darf? Eigentlich aus Liebesau, aber jetzt aus Köln. Köller Alarv, das kennen wir hier auch. Tja, da, wo die erschütternde Nachricht herkommt. Ein Kind nach Berlin mit der Bibel. 2,5 mal Berlin, dann Baumschulen Weg umsteigen. Ja. So. Danke. Ausgerechnet jetzt, wo der Dritte Weltkrieg vor der Türe steht. Was hat sich schon verändert? Wird bald keine Pferde mehr geben in Liebesau. Du hast dich verändert. Meine Güte. Wenn du so ins Dorf kommst, die Leute denken, es ist Modenschau. Du bist groß geworden. Groß? Früher war ich mal größer als du. Was macht man, wenn der erste Bart schnell wachsen soll? Pferdemist über die Oberlippe. Und Taubenscheiße drunter. Deine zieht und andere drückt. Brauch doch nicht, Grete. Hast du aber mal. Damals, im Bach, bei der Feldscheune. Tof, Casino, Schwarz-Gelb, Real. Jetzt brauchst du mir zuliebe. Wir haben uns fast 10 Jahre nicht gesehen. Und außerdem, die deutsche Westfrau raucht. Sag nicht Grete zu mir. Das ist der Duft der großen, weiten Welt, ne? Kali, ich sag dir jetzt was. Und ich sag's ganz schnell, sonst sag ich's überhaupt nicht mehr. Du bist der Rest meiner Heimat. Alle anderen sind weg. Mein Vater ist tot. Ich arbeite im Reisebüro. Hab keinen mehr hier. Mein Vater ist jetzt LPG-Vorsitzender. Ich bin Baubrigadier in der LPG. Stell dir mal vor, in meinem Alter. Haben keinen anderen. Und ich hab eine Freundin.
Schönstein nicht im Krankenhaus, im Sterben, in Coswig. Dann müssen wir zu ihm hin. Verhütet Waldbrände, hast du nicht vergessen. Erstmal fahren wir zu Tante Hulda und essen Königsberger Klopse. Schmeckt's? Mhm. Naja, beste Greti, bei uns gibt's keine Kapern. Ja, ich nehme Gänseblümchen, mache die weißen Blütenblätter ab und leg das Gelbe dann in Essig ein. Ja. Die werden grau wie die Kapern. Und wenn's keiner fällt, dann schmecken sie auch so. Wenn ich hier wohne, sagt denn dann deine Freundin? Mhm. Die Uni hier. Kannst mein Zimmer haben. Schmeckt nicht, ne? Ich muss mich nur anmelden. Nee, ihr fahrt morgen zur Polizei. Heute bleibt er hier und du erzählst mal was aus dem Westen. Ach du, ich hab in der Praline gelesen, dass es jetzt bei euch die Todesstrafe für Ehebruch gibt. Tante Hulda. Ausgerechnet bei uns im Westen. Nee, das stimmt, Mädchen hier. Bei den Störchen. Also, der Storch behackt die Störchen mit Schnabelhieben. Demütig neigt die Störchen den Kopf und wehrt sich nicht. Tja, Eifersucht. Naja, sie war fremdgegangen. Sowas steht bei uns nicht in der Zeitung. Sag mal, hast du mal wieder was von der Soraya gehört? Tante Hulda, so bleibst du denn? Ja, ich komm ja schon. Wie heißt denn deine Freundin? Doris. Und? Wie und? Er arbeitet in der Zündholz. Und kommt heute mit den Zündholzwerkern. Freiwillige Erntehilfe, kennst du ja. Und hat damals Kinder geholfen? Was denkst du denn, wer jetzt gleich reinkommt? Du bist ja wieder. Oh. Oh. Knapp 10 Jahre ist es her. Du bist eine schöne Frau geworden. Danke für die Einladung, Herr Schönstein. Onkel Schorsch, wie früher. Nur Onkel Schorsch. Ja. Die Volkspolizei, Kreisamt und die Staatssicherheit haben nichts dagegen gehabt. Wenn ich mich erinnere, wart ihr beide mal ein Liebespaar. Papa, jetzt hör doch mal auf. Wir sind erwachsene Menschen. Wieso? Stimmt doch. Merkt er was? Kribbelt's noch? Oh. Wenn wir noch zu Opa wollen, dann müssen wir jetzt los. Der Opa. Überall Wasser. Er will nicht mehr. Er wird sich freuen, dich zu sehen. Wie lange bleibst du?
Charlie, was soll ich denn darauf spielen? Null. Gespielt. Der war fleißig. Ja. Und eine Antwort hat er gekriegt. Vom Büroleiter. Ich liege hier rum und werde festgehalten. Und Karten spielen so auch nicht mit mir. Und die Schwester spricht vom Dritten Weltkrieg. Steht vor der Tür, Salz. Im Walde tönt es dumpf, Piek ist Trumpf. Und du? Hast du vergessen, dass ich noch ein paar Rechnungen offen habe? Wirklich? Eine in der Rogerstätte Feierabend, eine im Café Röckchen hoch und eine in Buko bei Schultheiß Henschel. Wir sind zusammen 40 Mal sein Vermögen. Ja, lass mal, Opa, ich zahle das für dich. Schulden bezahlt man persönlich. Holt mich hier raus, Kenner. Kannst du denn laufen, Opa Schönstein? Laufen? Und wie? Motorrad fahren hoch. Was meinst du, ich bin rumgekommen. Überall habe ich die Bestellungen aufgenommen für die Einkaufstour nach West-Berlin. Einmal habe ich für eine Dame einen cognacfarbenen Hosenanzug gekauft. Na, da hört sich aber die Gemütlichkeit auf. Was da an Ihren verwahren Bauchspeicheldrüse, aber ab in die Betten. Oder soll ich einen Medizinalrat rufen? Und bei Schönsteins, wie immer, Besuch außer der Reihe. Kissen aufschütteln. Ich nehme an, Sie kommen von drüben, so wie Sie aussehen. Ich sage Ihnen das eine, Fräulein. Spätestens in einer Woche ist die Grenze dichte. Die Rote Armee und unsere haben Berlin bereits eingekesselt. Ich hab schon meinen Bruder, der aus Feldwebel bei der NVA. Ja, nun machen Sie mal halblang, Schwester Carla, ja? Sowas hat man im Dritten Reich Grollpropaganda genannt. Stand der Tod drauf. Haben Sie den Programmentwurf der KPDSU über den Aufbau des Kommunismus zwischen 1961 und 70 nie gelesen? Haben Sie nicht. Da ist nämlich vom Weltfrieden die Rede. Als wichtigstes und herrlichstes Ziel. Als welthistorisches Programm. Als einzig wahre Perspektive, die dann zum Aufbau des Sozialismus führen wird. Und Sie machen hier den kranken Genossen Angst. Ulbricht hat im Fernsehen gesagt, wir haben nicht die Absicht, eine Mauer zu bauen. So, und jetzt machen wir eine Revanche. Das meinst du? Erlebe ich es doch, wenn deine Mutter wiederkommt. Ach, Opa. Die Gerlinde ist seit 8 Jahren weg von uns. Aber sie hat sich scheiden lassen vom Filmverführer. Wollt ihr sie denn wieder haben? Wenn es nach dem Vater ginge, dann könntest du schon längst wieder bei uns sein. Und nach dir? Ich hab sie immer weniger vermisst über die Jahre. Nein, lass uns mal gehen. Das ist mir ja zu familiär. Opa, wir kommen morgen wieder. Ah, bitte. Genau, hast du nicht gesehen, was ich bedient habe? Tschüss. Der ist ja aus dem Westen hergekommen und kommt vielleicht noch gar nicht mehr zurück, wie ich die Brüder hier kenne. Ich lache mal tot. Ein Lüge, 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 ein Lüge
auf, 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 freie deutsche Jugend, auf, auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Jugendfreunde, was heißt Demokrat sein? Jeden Tag ein Mann der Tat sein. Auf die Zimmer, Hände waschen, 10 Minuten Essen fassen. Dori, 70 auf dem Klo oder was? Warum heißt es eigentlich nicht Frau der Tat? Das überlege ich jedes Mal. Es könnten doch auch Frau der Tat sein. Verzeihung? Die Sommerfrischlerin aus dem Westen ist eingetroffen. Darf ich noch einen Nachschlag haben, Tante Hulda? Aber klar, mein Lieber. Euch oder mir? Habt ihr noch Zimt auf dem Tisch? Ja. Ja. Das ist unsere Erntehilfe von der Zündholz, du. Die fressen uns jedes Mal die Haare vom Kopf. Komm mal her. Kannst du die Blonde doch sehen? Ja. Die das große Wort führt. Ja, das ist Karlin seiner. Ich sag dir, die hat die Hosen an. Und ein Sowjetfimmel dazu auch noch. Tante Hulda. Was denn für mich? Mhm. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh. In Casa. Ist das schön? Wunderschön. Der sieht auch amerikanisch aus. Ist er aus den USA? Nee, Tandula. Ist aus Köln, von Karstadt. Och, die werden ja alle neidisch gucken. Und besonders die Netten. Frau Nette, werde ich sagen, das ist ein Kasak. Der sozusagen, was bei uns die Kittelschürze ist, ist im Westen der Kasak. Hast du schon gehört? Bei uns ist jetzt eine Zuchthäuslerin im Dorf. Und die hat eben immer... Du duftest aber gut. Bei uns im Westen würde man sagen, wie ein dreistöckiges Hurenhaus. Hallo. Greti Fechner, Doris Severitz. Die Dame aus dem Westen, wo der Vater Republikflucht begangen hat. Hast du mir mal erzählt von? Mein Vater habt ihr rausgejagt. Ich werde mir mal unseren Hof ansehen. Ich höre nur immer unseren. Wer sind Sie denn? Greti bin ich. Greti Fechner. Der Aufbau des Kommunismus wird der größte Sieg der Menschheit sein. Der Weg der UdSSR wird andere Völker überflügeln und die Idee des Marxismus-Leninismus in der ganzen Welt triumphieren lassen. Es lohnt sich, für dieses Ziel alle Kräfte einzusetzen. Hiermit eröffne ich die Diskussion der Gesamtmitgliederversammlung der LPG-Einheit. Ach, jetzt habe ich tatsächlich den aktuellen Weltraumflug vergessen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn im Kommunismus jeder nach seinen Bedürfnissen leben wird. Wer putzen da die Fenster? Das ist wieder typisch. Gertrud Kortleben. Fensterputzen ist völlig außerhalb vom Kommunismus. Das hängt vom persönlichen Reinigungsbedürfnis ab. Der Kapitalist, der putzt seine Fenster genauso und hat keine Ahnung vom Kommunismus. Ne? Genossen, großer Irrtum.
Diese Frage ist berechtigt. Fensterputzen hat sehr wohl was mit dem Kommunismus zu tun. Es wird nämlich eines Tages automatisch gemacht werden. Die Entwicklung der handwerklichen Tätigkeiten zu Maschinen und Automaten hat längst in der Sowjetunion Einzug gehalten. Ich erinnere an den Partnerschaftsbetrieb unseres Zündholzwerkes in Krasnojarsk. Genau. Dort wird die sibirische Polarfichte mit LKWs an der automatische Arbeitstaktstrecke geliefert und nach 200 Metern kommen die verpackten Streichholzschachteln auf den Tisch der Versandabteilung. Damit wäre die Frage wohl beantwortet, Genossin Kortleben. Als Bürgermeister muss ich was dazu sagen, Genossen. Wie der Genosse Lenin in seiner Broschüre, wie man arbeiten muss, geschrieben hat, gibt die Sauberkeit ein Gefühl der Reinheit und des Aufschwungs. Was guckt denn ihr mich da so an? Bei euch wird am Arbeitsplatz gegessen, getrunken und geraucht. Da sollte sich der Vorsitzende mal drum kümmern. So ein Klimmsteckel muntert auf, Genosse Severitz. Das kannst du als Nichtraucher überhaupt nicht beurteilen. Hier in meinem Buch steht alles drin. Alles, was der Genosse Lenin über die allgemeine Hygiene gesagt hat. Und was den Weltraumflug anbelangt, in Wostok 2 ist Rauchen verboten. Das stimmt, Genossen, was unser Bürgermeister eben gesagt hat. Bei uns in der Zündholz ist das Rauchen bei strengster Strafe verboten. Und nicht nur wegen der Feuersgefahr, sondern weil das Rauchen den Charakter verdirbt. Boris. Denk beim Genossen Lenin und German Titov ist auch Nichtraucher. Boris. Meine Nichte und ich, wir haben dasselbe Buch. Hier. Anleitung zur Arbeitskultur im Volkseigentum. Also, das Rauchen lassen wir uns nun nicht verbieten, Genossen. Ich hab dich erwartet, Greta. Boah, ich geht's immer noch zu wie früher. Aus unserem Volkseigentum lässt sich immer noch mehr rausholen. Was meinst du, wie die hier alle Baumaterial für ihre Kaninchenställe klauen? Wie geht's denn so bei euch im Westen zu? Auch ziemlich verrückt. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, sie hier nur anzutreffen. Mein Vater hat immer gesagt, der Rottmann wirst du sehen, den triffst du eines Tages in der Straßenbahn im Westen hinter der Bildzeitung. Oh. Hier, Genossen, lasst mich auch mal zu Worte kommen. Ruhe, Genossen. Wir haben ja seit einigen Tagen ein Element im Dorf. Du wolltest sagen, die Frau Himmel. Eine Zuchthäuslerin. Eine wegen Republikflucht Vorbestrafte. Warum kommt sowas bei uns unter, frage ich die Verantwortlichen. Das ist ja wohl berechtigt, oder? Hast recht, ist berechtigt, dass die bei uns hier im Dorf unterkommt. Die hat ihre Strafe verbüßt, irgendwo muss sie ja wohnen und arbeiten. Die wohnt jetzt bei uns auf dem Hof. Ich weiß, nette Frau. Netter als vorher. Das ist die Frau Inge Himmel aus Sonneberg in Thüringen uns vom Staatsapparat zugewiesen wurde. Wir haben hier nicht die Bohne, darüber zu diskutieren. Ich werde mich persönlich um sie kümmern. Sie kriegt erstmal keinen Ausweis und bis Weihnachten darf sie die Dorfgrenze nie überschreiten. Ist alles mit dem Genossen Kreissekretär Hammer abgesprochen. So, Schlussende. Mir reicht. Hältst du noch Fahnenstange? Komm doch morgen mal bei mir vorbei. Ich wohne jetzt über der Schule. Genossen, wollen wir noch ein paar Worte über das zweite sowjetische Weltraumschiff und seinen Kosmonauten German Titov verlieren? Diese Großtat beweist die Richtigkeit des Programms der KPdSU. Was ich gelesen habe 1953. Arnold Zweig, das Beil von Wandsbek. Egon Erwin Kisch, der Mädchenhirt. Maxim Gorki, die Mutter. Heinrich Mann, der Untertan. Nico. Kleiner Nico. Der kälteste Vogel ist der Zeisig, ist hinterm Z ganz eisig. Der wärmste Vogel ist das Möfchen, hat hinterm M ein Öfchen. Morgen ist ein harter Tag. Was ist jetzt
schläft die ganze Zeit hier im Zimmer. Sie raucht. Natürlich raucht sie. Sie raucht kaum. Weil sie raucht, hat sie so eine graue Haut. Sie raucht kaum. Einmal habe ich sie mit einer Zigarette gesehen. Dann nimm sie dir doch. Doris, jetzt hör doch mal auf damit. Du hast noch kein Wort mit ihr gesprochen. Vor 8 Jahren in der Schule neben ihr gesessen, das ist lange her. Ja, und jetzt tut sie so, als hätte sie bei dir noch einen Stein im Brett. Ist doch wahr, nimm sie dir doch! Jetzt hör doch mal auf damit! Seid sie da, es riecht nach Zigarette. Für jeden, der ein solides Alter erreicht, kommt der Moment, wo er merkt, was Gesundheit bedeutet. Schostakowitsch! Eine Bratwurst von gestern, Hammer? Willst mich umbringen? Doch nicht zum Frühstück. Stehen wir mit drinne? Warte mal. Hier, Greben, Grabo, Luko, Budo, Tessen, Starkelitz, Liebesau. Frühkartoffeln? Strich. Na, das ist schon mal schlecht. Getreide gemäht, 39,2%. Schälfrüchte 15,9%. Sind aber andere noch ganz schön vor uns. Bist du deshalb gekommen? Ha? Setz dich da drüben hin. Danke. Mir ist der Appetit vergangen. Ich glaube, die mag dich nicht, Hammer. Tag, Rottmann. Das hier ist ein belgischer Riesenrammler. Den habe ich in Gobelsdorf gegen einen Harzer eingetauscht. Muss frisches Blut in die Gesellschaft. Hast du meine Frau schon gesehen? Es sind Ferien und die übt und übt. Und es kommt am Ende doch kein anständiger Gesang dabei raus. Kinder, Ruhe. Ruhe, Kinder, komm. Hört auf. Die sind immer so theoretisch. Wir singen heute ein Lied. Die Beate. Von Hans Eisler. Na? Wer war Hans Eisler? Margot Keil. Hans Eisler war der Musiker der Arbeiterbewegung. Hey! Aufstellen. Ich gebe vor. Stell dir vor, wir haben uns auf dem Fahrrad vor der Staatsoper in Berlin kennengelernt. Nach 5 Minuten haben wir die Räder aneinander geschlossen, sind rein in die Zauberflöte von Mozart. Friede auf unserer Erde. Seit einiger Zeit ist sie für Eisler. Habe ich persönlich immer als eine sehr komische Musik empfunden. Und 1, 2, 3. Friede. Hey, Sportsfreund. Bei Ihnen haben wir immer Entchen von Tara gesehen. Ja? Das ist ja lange her, oder? Die Musik von Hans Eisler ist keine Automatenmusik. Sie berührt den warm empfindenden, werktätigen Menschen. Also, jetzt alle. Es gibt nichts über einen gut bestückten Musikautomaten. 50 Pfennig in Schlitz. Denn die 4 M8 sind A6 gedruckt. Und schon singen Frank Sinatra, Doris Day und Louis Armstrong für sie. Kennen Sie die? Que sera, sera, whatever will be, will be. Der Osten und der Westen. So nah beisammen und doch so weit weg. Schade eigentlich. Friede auf unserem Feld, dass es auch immer gehöre. Also nun machen wir halblang, Mädchen. Hab ich nicht dafür gesorgt, dass du die Einreise kriegst? Sagst nicht mal jeden Tag zu Hammer. Oder du wirklich alles getan und gemacht hat damals. Aber nee, Dickkopf, dein Vater musst du rüber machen. Greti, wir haben euch nichts angetan. Das ist ja komisch. Dann wären wir ja wohl noch hier, oder? Mädchen, guck dich doch um. Unsere Assistenten, alle sind in der LPG.
Alle am Urlaub, festes Geld und Naturalien nach Leistung. Frauen, Ehealwin, allen jede Dude. Manchmal, da muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Und trotzdem hauen sie ab wie zu meinen Zeiten. Nicht mehr lange, sagt Gruschtschow. Typisch. Das ist genau auf den Schweinewagen. So seid ihr. Werner, die provoziert. Sie werden hier ganz schön stinken, junges Fräulein. Sie soll doch Greti zu mir sagen, Frau Himmel. Wohnt sie denn bei uns? Wir haben aber bloß ein Zimmer gegeben. Die Küche darf ich benutzen, aber von Maschinen soll ich mich fernhalten. Die können Sie sabotieren. Ich? Nie im Leben. Ich wollte nicht mal im Westen, wie die mich verhaftet haben. Da wohnen sie 3 Kilometer von der Grenze weg. Aus dem Westen kam Pilzgeruch. Maron. Da vergisst du doch einen kalten Krieg. Nee, war ich blöde. Aber nicht weiter sagen. Oh Mist! Jetzt hab ich die Größe nicht. Der Stützpunkt hat auch keine. Kannst du nicht eine Krampe machen? Was? Eine Krampe? Oh nee, George, das hält doch nie. Der Riemen liegt doch ständig auf Spannung. Hier, da reißt das Material. Ja, weil es eine Scheißqualität ist. Hätte sich da keiner drum kümmern können, dass wir welche aus West-Berlin kriegen? Fehlt uns noch, dass wir unsere Ernte mit Hilfe der Kapitalisten einbringen. Mädchen, Mädchen, seit 45 bringen wir unsere Ernte mit Hilfe des Kapitalismus ein. Und weißt du auch warum? Weil es bei uns keine Keilriemen, keine Gelenkwellen, Zündkerzen, Ölfilter, Zylinderkopfdichtung und Kupplungsbeläge gibt. Jedenfalls nicht in ausreichender Menge. Deshalb ist West-Berlin für manche LBG der letzte Rettung gewesen. Damit ist es ja nur bald vorbei. Mit West-Berlin, falls sich das noch nicht rumgesprochen hat. Mit Krisenherd und Frontstadt. Schwindelkurs und Agentenorganisationen. Da sehe ich aber schwarz bei der Kartoffelernte. Uns fehlen mindestens 100 Drahtkörbe zum Aufsammeln. Und die gibt's bei Heinecke und Fuhrmann in Charlottenburg. Frei ab Lager für 3 Mark das Stück. Bei euch geht's noch genauso zu wie früher. Was wisst die denn? Greti, halt dich da raus, ja? Und du, Frau Nette, hältst gefälligst deinen Uff da raus. Glotzt nicht so dämlich. Das Keilriemen. Das hält. Eine Socke? Als Arbeitskraft herzlich willkommen. Wenn's auch mal einen schiefen Blick gibt von die Leute, das hört auch mal wieder auf. Die sind das nicht gewöhnt. Eine, die aus dem Zuchthaus kommt? Kopf hoch. Stecken sie ein, irgendwann teilen sie aus. Ich kenne ihr Problem. Hab's vor 8 Jahren erst überwunden. Gehen sie zum Hamster. George, warum kannst du nicht mein Papa sein? Komm, gib mir ein bisschen Arbeit. Ja, geh zum Traktor und fahr zur Fähre, weißt ja, wo es ist. Sag, du kommst von der Einheit. Und lass dir die Fuhre bestätigen. Pass auf, dir fallen gleich die Ohren aus dem Kopf. Mal
reicht sie nicht? Die Greti zur Fee abzuschicken? Wieso? Die kennt sich doch aus. Außerdem. Was außerdem? Außerdem, vielleicht trainiert sie ja auf hier bleiben. Könnte doch sein. Bleib nicht hier. Guck sie dir doch an, wie sie aussieht, wie sie raucht. Ja, die hat Auslandserfahrung, das kommt vom Reisen. Die kennt sich aus in der Welt und... Sag mal, Vater, was meinst du eigentlich? Na ja, wie sie dich anguckt. Wie du sie anguckst. Und... Was und? Mein Sohn, soll ich dir mal was sagen? Wenn das persönliche Glück da ist, dann ist die Politik egal. Was sollte hier sein mit ihr? Ihr könntet schöne Kinder haben. Ich will keine jungen Pioniere als Kinder. Die Doris ist auch nicht so hässlich, wenn es drauf ankommt. Aber ihr zwei Beine. Seit Jahren geht das doch so. Du weißt schon, was ich meine. Ich denke immer an mich und an die Gerlinde, weißt du was? Soll ich dir mal was sagen? Ich und die Gerlinde. Ach, lassen wir das. Das hat sowieso keinen Sinn. Fenster, sonst erwischen sie dich. Klugscheißer, was denkst du, was ich jetzt mache? Danke. Schulden bezahlen. Sonntag früh, nach dem Tanzvergnügen, da hat mir der Karl hier immer die Reste aus dem Schnapsgläser in eine Bierpulle abgefüllt. Das war was. Braun und weißen, roten und grünen Schnaps und Likör. Eierkognak. Oben drauf. Und dann sind wir wieder in die Luzerne gefahren. Der Kali und ich. Er hat heimlich gerucht und ich. Ich habe ihn zur Brust genommen. Jetzt raucht er nicht mehr. Es war seine Olle. Die Jungsche aus dem Zintholz. Aber ihr liebt Greti. Geliebt hat er dich. Das war mal. Ich werde ja nur sterben. Aber sag mir die Wahrheit. Bist du gekommen, um zu bleiben?
Eins für dich, eins für mich. Mettwurst oder kaltes Ei? Kaltes Ei. Sagten deine Jungschen? Deine Jungschen? Hm. So. Was du da wieder sagst? Die ist bei Opa Schönstein, Fußnägel schneiden. Der Opa hat gesagt, dass er noch mal eine Runde drehen will. Mit der Java. Nee, dem werde ich was. Der kommt morgen früh wieder ins Krankenhaus. Er will doch nur mal fahren. Nee. Einmal hat Nein. er... Nein! Hier, hörst du? Das ist unser Fräulein Agnolini. Aldona heißt sie. Italienische Kommunistin, hat in Spanien gekämpft. Naja, und jetzt wohnt sie hier in der DDR auf Ehrensold. War an der Oper. In Bologna. Und in Kiew. Und in Dessau auch. Und manchmal, wenn sie singt, dann kannst du bis nach Liebesau hören. Und die hat so schöne rote Haare. Ah, weißt du noch? Die Ruskis? Mit dem T-34 durch die Furt? Und wenn Hochwasser war, dann stand es bis zur Kanone. Da haben sie Keilbaums Erich erschossen. Und seine Frau, Anna. Und als der Schwiegervater dann auch erschossen werden wollte, da haben ihn die Russen nur ausgelacht, hat er sich aufgehängt. Carly, bist du das? Kommt rein. Jetzt gibt's sicher gleich wieder Apfelschnitze. Apfelschnitze? Ja, wirst du schon sehen. Ach ja, und denk dir nichts dabei, wenn du nicht gleich alles verstehst, weil Deutsch ist nicht ihre Stärke. Kam geflogen, aus der Heimat kam sie her. Der Schuss war gut erwogen, der Lauf war gut gezogen. Ein deutsches Schießgewehr, ein deutsches Schießgewehr. Kann dir mein Wort drauf geben, vencerà la libertad. Dem Feind wird nicht vergeben, du bleibst in unserem Leben. Hans Beimler, Kamerad, Hans Beimler, Kamerad. Aber du bist ja gar nicht die Doris. Carly, wer ist dieses Mädchen? Sie ist von hier. War von hier. Jetzt ist sie aus dem Westen. Ins Rechtes. Alles misslungen. Alles. In Spanien, in Deutschland. Und wir hatten einen Glauben. Das sag ich dir, Mädchen. Aber wir sind nicht davon gelaufen. Ich bin nicht davon gelaufen. Ihr Vater hat sie mitgenommen. Immer noch wird davon gelaufen. Na ja, es ist schwer geworden. Ach was. Mit der Reisbahn bis Baumschulenweg, den Rinnen die S-Bahn in Neukölln ausgestiegen und schon bist du drüben. Hier nochmals die Stimme einer Werktätigen. 42,5 Kilometer offene Grenze werden für die Geschäftemacherei zum Schaden von unserer Republik genutzt. Was würde sich denn ändern, wenn das Gebilde eine freie Stadt würde? Was würde sich denn ändern? Das Radio. So geht das seit einem Vierteljahr. Als wollten sie jeden Augenblick eine Mauer um Berlin bauen. Sie haben verloren, wenn sie das machen. Das ist unsere Frau Agnolini, Nationalpreisträgerin zweiter Klasse. Also wenn, also die Mauer meine ich jetzt, wenn sie kommen sollte, dann wird doch alles besser. Denn gibt es anstatt 50.000 Paar abstimmender Füße 50.000 Paar volle Schulgeschäfte und Gelenkwellen und Bananen. Und der Kalte Krieg ist auch vorbei, oder? Ja, wenn sie das wirklich machen, dann sag ich mal, das wird mehr Demokratie geben bei uns. Niemals. Demokratie ist die reaktionäre Vertröstung der Massen auf die Möglichkeit eines dauerhaften Friedens im Kapitalismus. Ja, aber ich meine, wenn die Menschen sich besinnen, also wenn Ruhe einkehrt, aber wir haben sie doch längst, die große Ruhe des Misstrauen. In Spanien gaben sie uns die Munition für unsere Waffen erst an der Front. Als Josef Stalin 1945 nach Deutschland kam,
Da nahm er erst einmal alle Fabriken mit nach Hause. Verbot für ein Jahr Ingenieure auszubilden. Misstrauen. Naja, es hat ja auch genug gute Gründe gegeben. Ja, deshalb wäre es klüge gewesen, sie hätten uns arbeiten lassen. Dann hätte es Schuhgeschäfte mit Schuhen und Gelenkwellen mit Dreschmaschinen gegeben. Und dein Vater wäre nicht gegangen. Und du hättest jetzt keine Angst, Mädchen. Doch, hast du. Ich sehe es dir an. Ich lasse die wieder raus, auch wenn sie eine Mauer bauen sollten. Du weißt nicht genau, ob du hier bleiben sollst. Davor hast du Angst, Mädchen. Hör dir das doch an. Spanien-Kämpferin. Eine mit Orden und Preisen. Das war mal stolz, als sie sich hier niedergelassen hat. Ihr ganzes Leben, die rote Fahne der Arbeiterklasse. Ich meine, die muss doch krank sein. Aber vielleicht... Nee, sag jetzt nicht, vielleicht hat sie recht. Ja, aber wenn... Was hast du mir für Briefe geschrieben aus dem Westen? Ja? Lieber Kali, keine Sau hier weiß, was Oradur oder Lidice bedeutet, aber wie viel Pfund König Faruqi das ja auf die Goldwaage bringt, das weiß jeder hier. Mensch, Kriti, Wir haben KZler ausgegraben. Ja, erinnerst du dich nicht mehr? Doch. Nur mehr als ich gewöhnt. Mich geekelt hab vor den Knochen. Außerdem waren SSer dabei. Gibt's einen Menschen? Eine Person in deinem Westen? Eine, die sowas schon mal gemacht oder wenigstens drüber nachgedacht hätte? Was heißt hier immer mein Westen? Ja, was ist? Was ist denn deins? Wo gehörst denn du hin, hä? Wo gehörst du hin? Auf. Wenn Doris sie zieht. Kitty. Das ist unser Leben. Das war unsere Kindheit. Das kennen wir. Da können wir mitziehen. Aber wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, hörst du? Komm, lass uns zurückgehen. Vielleicht hat Tante Hulda ja noch von den Klopsen oder von der Bratwurst mit Zucker und Zimt. Ich hab jede Nacht an unseren Hof denken müssen. An mich auch? Ja, später weniger, aber die ersten Jahre im Westen. Was hast du gedacht? Wenn er nun in mein Versteck geht und die kleine Negerpuppe rausnimmt. Das hat er aber nicht gemacht. Dafür habe ich dich auch wieder lieb. Wie früher. Ist doch die einzige Vernünftige hier im Haus. Schorsch ist voll, sein Sohn liegt mit dem Sowjetfimmel im Bett. Jetzt komm du doch mal mit, ja? Na, lass das, guck dir keiner was ab. Bist du's, Kari? Er ist verrückt. Verrückt ist er. Ach, du bist es. Wenn ich bis morgen nicht gestorben bin, dann fährst du mal noch mal rum. Machst du das Märchen? Mal sehen, was morgen ist, Opa. Ja. Morgen ist der 13. Das ist ein Unglückstag. Da gehe ich nicht aus dem Haus. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 übernahmen Einheiten der Nationalen Volksarmee und der Kampfgruppen der Arbeiterklasse zusammen mit den in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräften
den militärischen Schutz der Staatsgrenzen der DDR. Gemeinsam mit den Arbeitern errichteten sie Befestigungen an der Grenze zu West-Berlin, die in den folgenden Monaten weiter ausge... Morgen. Haben Sie schon gehört, Genosse, erster Sekretär? Vostok 2 ist weich gelandet. German Tito, geht's gut? Klappe zu, Affe tot. Na, wenn's nun mal nicht zum Dritten Weltkrieg kommt. Oh, was Frieden gibt. Genosse Chruschtschow weiß schon, was er macht. Ja, hoffentlich weiß das der Herr Genosse Adenauer auch. Frieden ist nun mal jede Anstrengung wert. Und einigen Leuten wird das ungesetzliche Verreisen dann ein für alle Mal vergehen. Um ein Haar hätte ich hier bei euch am Tisch gesessen. Aber Wilhelm Pieck ist daran schuld, dass ich jetzt bei Neckermann arbeite. Im Reisebüro. Jetzt seid doch mal still! Sie hat doch recht. Neckermann macht's mir. Aber mir gefällt's da. Und außerdem erfahre ich aus erster Hand, was auf dem anderen Ende der Welt passiert. Ich muss nicht erst irgendeinen Kosmonauten fragen, der einmal um die Erde fliegen darf. Die Hände können nur das Richtige tun, wenn in den Köpfen Klarheit herrscht. Ist ein Ratschlag von mir, Genossen Lenin. Und damit kommt man sicher weiter in der Welt herum als jeder Neckermann. Der Himmel ist weg. 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 Ich weiß, dass heute Sonntag ist, Genosse Kuczynski. Ich kann nicht dafür. Sie ist weg. Ich habe alles, was im Verwirklichungsersuchen der Staatsanwaltschaft stand, ausgeführt. Sie hat erstmal keinen Ausweis nicht gekriegt und die Aufenthaltsbeschränkungen sind ihr auch mitgeteilt worden. Jetzt haben wir ihr erster Arbeitstag. Quantität gut, Qualität ausreichend. Und seit wird er gehetzt auf dem Strohdiem. Eine Mauer würde gebaut werden. Zeit zum Abhauen, Tote wird's geben, als wenn sie es gewusst hätte. Genosse Hammer. Jawohl. Genosse Bezirkssekretär für den Genossen Kreissekretär. Hammer? Ja, Genosse Bezirkssekretär. Wir haben keinen Sprit mehr an der Tankstation. Oh, na, nicht das auch noch. Eichhardt Wilfried braucht eine Brille. Der hat die Tankuhr falsch abgelesen und der LPG Fortschritt in Gösen 1000 Liter Diesel geliehen. Großzügig von ihm, was? Jawohl. Und jetzt sind die bereits mit 86% Schälfurche an erster Stelle und wir mit 12. Georges Unu? Weiß nicht. Ich fahre nach Züberitz bei Zahner zu Hartenstein. Der hortet schon seit Jahren Kraftstoff zum Schutze des Sozialismus, wie er sagt. Jetzt wird's ernst. Eure LPG hat 4 Mann bewaffneter Werktätige zu stellen. Alarmbereitschaft. Die Berliner Kampfgruppen sind schon seit Stunden im Einsatz, sagt Kuczynski. Ich brauche jeden Mann für die Ernteschlacht, Hammer. Die Staatsgrenze wird abgeriegelt. Mensch, dazu brauchen wir jeden Mann. Kommt nicht in Frage. Du hältst dich daraus. Genossen, wir regeln das. George, hast du mal ein Radleben nachgefragt? Da baut der Parteisekretär eine Konsumverkaufsstelle. Wir geben dem 20 Säcke Zement und der hebt uns Diesel. Und vielleicht hat er ja noch 2 Mann Betriebskampfgruppe für uns. Das ist gut. Moin, Genossen. Doch, Kümte, jetzt keine neue schlechte Nachricht, ja? Es reicht für heute schon. Am heutigen Sonntag, wo unser eins mal ans Ausschlafen denkt oder noch an die Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr, da kommt ein Telegramm vom Volkspolizeikreisamt. Und weißt du, Genosse Vorsitzender, was da drin steht? Nee. Woher? Weißt du nicht.
Euer Opa ist aus dem Krankenhaus entwichen. Ungeheuerlich. Die Nachtwache steht mit einem Bein im Gefängnis. Ist er abgehauen? Das weißt du doch ganz genau. Rücken raus, sonst muss ich Anzeige erstellen. Sag mal, Kümte, hast du heute schon Radio gehört? Nee, ich bin gerade aus Süd gestanden. Die DDR steht kurz vorm Dritten Weltkrieg, behauptet der Westen. Wir haben keinen Sprit mehr für die Ernteschlacht, müssen 4 Mann Betriebskampfgruppe abstellen. Und die Bürgerin Himmel hat schnell noch mal nach West-Berlin rübergemacht. Was? Und du suchst unseren Opa, wo er doch Motorrad fährt. Da draußen! Halt! Bleib! Oh nee, die Brühe. Ich fahr erst mal Sprit besorgen. Meine Fälle sind fertig. Guck mal, wie schön weich sie geworden sind. Dann mache ich Handschuhe draus für die Kinder. Und ein Muff für mich, wenn wir im Winter nach Dessau in die Oper fahren. Ja, genau. Hier, hast du beim Schlachten aber gefuscht, Lehrer. Hier. Ja, ich weiß, das war Anneliese. Die hat gebissen und gekratzt, das Aas. Da muss sie stechen. Sie sind gewiss die Greti Fechner. Ja, das stimmt. Sie waren im Turnen immer die Beste. Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Und in Gesellschaftskunde immer eine Eins. Aber das Alpenhäuschen. Ach, ist wohl Dorfgespräch geworden, Genosse Lehrer. Kind, die Kind! Greti, gib Gas, damit wir verhaften. Schalten, Mädchen, schalten! Schalten, Dampfen, Dampfen! Genau, aus der BRD, auf dem Motorrad von uns. Und dann noch mit einem Entwischen, das ist ungeheuerlich. Genosse Rottmann, wissen Sie vielleicht, wo die hinwollen? Nach Zerbst zum Eisessen. Ja. Habe ich jedenfalls gehört. Nach Zerbst? Nur hoffentlich reicht mein Sprit noch. Sagen Sie mal, Genosse Rottmann, haben Sie was gehört von diesem Ausnahmezustand der DDR? Ich bin kein Genosse. Ich sympathisiere mit der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, Herr Kümte. Na, euch Brüder krieg ich. Sitzt deine Frau Himmel im Wartesaal und heult. Sie sagt, sie will zurück nach Liebesau. Dann schick sie doch raus. Es fährt seit heute Nacht kein Zug mehr. Weder nach Leipzig noch nach Berlin, bloß Militär. Die arme Frau wollte ihre Schwester in Köpenick besuchen. Und uns gesagt, die wollte abhauen. Nimm sie mit. Sag, du hast den Pilzen gefunden. Ich hab nichts gesehen. Kommen Sie, meine Jute. Haben die Maronen wieder gerochen. Aber mal die Ruhe behalten, das kriegen wir alles wieder hin. Außerdem bin ich froh über jede Arbeitskraft. Jetzt drücken Sie mal die Daumen, dass wir Sprit kriegen. Was meinen Sie, wie es mir geht? Kein Privatleben nicht. Feuchester, da waren 3 hier, Mann, Frau und Tochter. Die sind von euch aus der Jähen. Die Räder stehen noch immer im Ständer, wollten nach Berlin. Alter Blix? Ja, die wohnen im alten Forsthaus. Na, ich kümmere mich drum. Danke, Assi. Kommst du uns helfen, Genossin? Sag mal, bist du nicht die Greti von Fechners? Die damals über die Dörfer ging, ja? Naja, ich bin ja noch nach dir weg vom Schorsch und vom Kali. Weiß ich schon alles. Hat er mir alles geschrieben. Die Opel, Unterscheidung, bin dem Filmverführer. Ach so. Was machst du denn hier, Greti? Mensch, groß bist du geworden, Kleine. Ja,
Genosse Hartenstein, der Weltraumfluch beweist wieder mal die Überlegenheit der Sowjetunion. Willst du das etwa abstreiten? Nein, das will ich. Sag mal, was hat denn das mit meinem Sprit zu tun, frage ich dich. Wir müssen die Schlussfolgerung daraus ziehen, Genosse Hartenstein. Der Weltraum ist sehr weit entfernt von meiner Getreideernte, Genosse Schönstein aus Liebesau. Würden Sie mal die Zapfsäule freimachen? Moment, Genosse, gleich. Wie weit der Weltraum weg ist von uns, willst du wissen, Genosse Vorsitzender? Will ich nicht. Ich will zurück zu meiner Buchhaltung. Warte mal. Der ist viel näher, als du denkst. Und wir in Liebesau haben die Schlussfolgerung gezogen, dass unsere Produktion noch besser organisiert werden muss. Gerade weil wir in einer Notlage sind. Und weißt du, was Genosse Lenin geschrieben hat für solche Fälle? Hand in Hand, in Stadt und Land, für unser gemeinsames Vaterland. So, und jetzt rückst du mal 1000 Liter Diesel raus. Oder willst du die termingerechte Ernte der LPG-Einheit in Liebesau sabotieren? Gerade jetzt, wo der Kriegsbrandherd West-Berlin unter Kontrolle genommen worden ist. So, und genau aus diesem Grunde habe ich mir diesen Vorrat angelegt. Für den Frieden und nicht für deine sogenannte Notlage. Nur zum Schutze des Sozialismus. Nur dafür. Sagen Sie doch auch mal was, Frau Himmel, Sie haben doch genug Lebenserfahrung. Na, wenn der Genosse Hartenstein so viel Sprit angehortet hat, wie er für den Frieden notwendig ist, dann kann er auch mal 1000 Liter abgeben. Geht doch. Hör ich zu, Junge, wenn wir ja fertig sind, dann fahren wir zu Gerlinde und dann frage ich deine Mutter, ob sie nicht wieder mit nach Hause kommen will. Das machst du nie. Kannst sie drauf verlassen. Jetzt, wo der dritte Weltkrieg anfängt. So weit ist es gekommen, Gerlinde. Ich muss mal fahren lassen. Der Opa ist mit jemandem besuchen gekommen. Hat er gemacht? Wir hängen aneinander. Ich wollte sie ja immer wieder mitnehmen. Weil wir den anderen sicher nicht gekümmert haben. Also weg ist vom Filmverführer. Nach der Scheidung vom Oppel habe ich im Wohnwagen gehaust. Kein Strom, nichts. Meine schönen Blusen konnte ich nicht mehr bügeln. Und da hat der Opa mir bügelfreie Nylonblusen aus dem Westen besorgt. Und ein Zerstäuber von für 47,11. Weil man in den Nylonblusen ja immer so transpiriert. Ja, jetzt pfeife ich auf den letzten Loch. Aber noch ganz schön laut, Opa. Damals, als ich mit dem Opel gegangen bin, der sagte immer zu mir, du bist Martine Karoll und ich bin Van Van der Husar. Naja, war natürlich übertrieben. Aber er war so filmbegeistert. Und gut sah er auch aus. Naja. Und dann nach anderthalb Jahren auf Achse durch den Hohen Fleming von Dessau hoch nach Senftenberg hat er mich dann verlassen. Da hatte sich das Leben plötzlich verändert. Es war kein Kino mehr. Als ich in den Westen kam, da bin ich immer vor Heimweh in die Wildwestfilme gegangen. Zähle bis drei und bete. Der Mann von Laramie. Aber das hatte nichts miteinander zu tun. Die Landschaft in Amerika und hier bei uns. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Aber es war so irgendwie todkrank und trotzdem lebendig. Die Cowboys da und die Leute hier bei uns. Das ist auch komisch. Wenn ich mich hier so umgucke, ist immer noch alles todkrank, trotzdem lebendig. Und keine Besserung in Aussicht. Ihr zwei solltet nicht vergessen, dass ich im Sterben liege. Sitze, Operchen. Ja. Das wird doch ins Kaffeeröckchen hoch müssen, weil ich dann noch was stehen habe. Und dass ich mal pullern muss. Lass mal, Greti. Ich mach das schon. Da kenne ich mich besser aus. Komm, Opa. Ja.
Sag mal, was machst denn du mit dem Opa hier? Der Opa? Wo ist denn der Opa? Hat einer von euch den Opa gesehen? Aber ihr seid doch zusammen weggefahren. Was macht er denn hier? Das ist ja das Allerneueste. Opa bei Gerlinde. Der Opa kommt seit 2 Jahren jede Woche, um die Gerlinde zu überreden, wieder nach Hause zu kommen. Ja. Übrigens, dein Vater war auch regelmäßig hier. Mein Vater? Du besuchst also regelmäßig Mama, ja? Na und? Du doch auch. Einer versteckt sich vom anderen. Meine Güte. Wird Zeit, dass ihr euch alle zusammen mal einig werdet. Ja. Nee, sowas. Das ist aber ein Zufall. Nicht wahr? Sag ich auch. Na, da wollen wir dem Affentheater mal ein Ende machen. Was sagst du, Gerlinde? Naja, ich weiß ja nicht. Gerade habe ich mich ans Alleinleben gewöhnt. Brauche niemanden zu fragen, wenn ich mal ins Kino will. Eine Mark ist eine Mark. Hör auf mit Kino, sonst überlege ich mir das noch mal. Ich hole nur schnell meine Sachen. Ist das nicht rührend? Nach 8 Jahren haben sie sich wieder? Ja. Wenn du hier bleiben würdest, wäre noch schöner. Wären ja dann auch 8 Jahre. Willy Brandt, unbekannt, ohne Weiß wie die Wand. Sonntag früh, morgen rot, Klappe zu, Affe tot, ja. Da sprach der alte Häuptling, bleibt in Schorsch. Ist der besten, schwerste Beruf. Mehr als 2 Mann kann ich ihm nie antun. Kuczynski von der Bezirksleitung fordert aber 4 Mann pro LBG. Also macht ihr einen Kopf. Außerdem habt ihr kaum Planschulden. Werner, soll ich mich am Ende freiwillig melden? Einen guten Eindruck wird es machen, Dieter. Glücklich ist. Na, dann du aber auch. So weit kommt das noch. Du siehst doch, ich werde hier gebracht. Da sprach der alte Häuptling der Indianer. Opa, wir sind zu Hause. Wir waren gut, wir waren saugut. Da haben Sie über 8 Stunden mit dem Tee gepackt, wa? Max, man, lass los, lass dich vor. Los, auf die Bibi, komm. Opa. Kleiner Erdenbürger, jetzt geh mal zu deinem Vati, ja? Ja, Genossen, Bürger, Ruhe bitte, ja? Ja, Ruhe bitte. Danke. 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 Danke den Genossen vom VEB Zündholz für die kulturelle Darbietung. Danke vor allem dafür, dass es uns gelungen ist, mit eurer Hilfe an diesem weltgeschichtlich so bedeutenden Wochenende 58 Doppelzentner Getreide auszudreschen. Der Frieden ist die höchste Anstrengung wert. Das ist uns allen Verpflichtung und Aufgabe. Jetzt quatsch mal nicht dazwischen, Doroslein, du kommst später noch damit dran. Damit stehen die LPG im Kreis. In vorderster Linie im Kampf gegen die Bonner Ultras.
Hast du eine Zigarette dabei? Mhm. Gib mir noch eine. Für den Opa. Ich habe mir nämlich Rauchen beigebracht. Und mir erzählt, wie das geht. Mit dem Kinderkriegen. Mit Schachspielen auch. Prima. Ein prima Mensch. Mein Vater hat er vom Kirchturm geholt. Da bimmeln ist er durchs Dorf. Bim, 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 bim. Heute Abend um 8 Uhr findet eine öffentliche Gemeindeversammlung statt. Euch werde ich helfen, den Befehl ohne Genehmigung zu verlassen. Das habt ihr nun erfahren. Ihr habt dicht gemacht. Ein für alle Mal. Wenn sie uns laufen lassen, Herr Kümpte, das merkt doch gar keiner. Das ist doch bloß ein paar Mords. Los, Hilde. Um Helgas willen, Herr Kümpte. Festgenommen seid ihr. Da. Der meint uns, Frau Schönstein. Ich heiße nicht Schönstein, sondern Oppelfrau Himmel, was ein Fehler war. Aber jetzt steht dort drüben Leutnant Kümpte. Und der ist wahrscheinlich hinter Ihnen her, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe. Was steht denn hier im Regen? Die habe ich geschnappt, wollten rüber. Aber da war schon alles zugemauert. Jetzt wollten sie wieder einschleichen in die Gesellschaft. Rückt mein Auge zu. Nee, das sind schädliche Elemente. Sowas gehört ausgerottet. Wen haben wir denn hier? Na, die Gerlinde. Die Gerlinde, wo kommen wir denn her? Von der Arbeit. Und am liebsten wohl gleich wieder abhauen. In deiner Nähe zu wohnen, Kümpte, ist ja schlimmer als Sibirien. Gerlinde, da sind du zurück. Nee. Los, kommt rein, ich mache euch erst mal Siehst was du, das essen. Hast du davon. Und die Himmel krieg ich auch noch. Wenn die gegessen haben, werden sie abgeholt. Den werden wir den blöden Döner schon beibringen. Wie ihr ja alle inzwischen mitbekommen habt, wurden in der vergangenen Sommernacht die Träume der kalten Krieger, von wegen unserer DDR zu annektieren, zunichte gemacht. Gerlinde. Mann, du bist ja ganz nass. Komm, schnell mal da bisschen abtrocknen. Komm. Och, Maron, meine Lieblingspilze. Ich hab's gewusst. Heute Morgen habe ich sie gerochen. Den ganzen Weg bis Trebitz. Die Heiterblicks hast du ja auch mitgebracht. Gib mal eure nassen Sachen her. So. Der DDR und der Frontstadt West-Berlin. Von den Waffen, Organen unseres Landes befestigt und damit gesichert. Nun ist es auch an uns. Warum heulen die alle? Weil sie es nicht mehr geschafft haben nach West-Berlin. Ach du meine Güte. Nun? Kümmte das Schwein, holt sie ab? Nein. Kommt denn weg. Setzt euch doch und esst dann mit uns, ne? Dann kommen wir zum Punkt 2 der Tagesordnung. Der Einsatz der Kampfgruppen der Arbeiterklasse im Grenzbereich zu West-Berlin. Die Genossen Männers und Pretzel. Ach, kommt doch einfach mal nach vorn, Genossen. Ja? Ja? Also, der Bürgermeister Genossen Severitz ist es gelungen, besagte Genossen als Sicherungskräfte halt, zu gewinnen. Halt, da habe ich ja wohl auch noch ein Wort mitzureden. Keine freiwilligen Meldungen liegt vor, ja? Das ist alles entschieden, Vorsitzender. Nicht wahr, bitte? Meine besten Kräfte ja. Mitten in der Ernte. Ich besorge Sprit und der Aufopferung meines ganzen Stolzes und ihr nehmt mir meine Arbeitskräfte jetzt, weg. Dich nee, nicht mit mir! Schorsch, du denk doch mal an die Sache.
dem Herrn Vorsitzenden gehabt. Na, Onkel Menas, hast du auch eine Maschinenpistole? Die kriegen wir heute Abend noch geliefert. George, jetzt keine Personaldiskussion, ja? Disziplin. George, Disziplin. Menas ist ausgebildeter Mähdrescherfahrer. Der wird gebraucht an der Erntefront. Und Pretzel ist der beste Mechaniker im Reparaturstützpunkt. Den wir auf unsere Kosten auf 3 Fachlehrgänge geschickt haben. Genauso war's, der ist qualifiziert. Der ist Träger des Abzeichens für gutes Wissen. In Silber. Der fährt nicht nach Berlin. Und wer, bitteschön, soll dann fahren? Genosse Vorsitzender, es hat sich keiner sonst gemeldet. Manners, sag die Wahrheit, fährst du freiwillig? Wenn man es so sieht, also ein Erlebnis wär's schon. Emhoff, Staatskosten in der Hauptstadt. Und dann ist jetzt noch schwer was los seit heute Nacht. Immer am Brennpunkt. Das kommt so schnell nie wieder. George. Und du? Pretzel? Also nicht, dass du denkst, ich würde dich im Stich lassen. Aber jetzt habe ich mich verpflichtet zum aktiven Einsatz für den Frieden. Bravo. Das kommt in deine Kaderakte. Und damit schreiten wir zur Verabschiedung. Unsere Kampfgruppenmitglieder, sie leben. Hoch! 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 Wollten wir euch noch mitteilen, wie man sich bettet, so wird man liehen. Wir, die Freiwillige Jugendbrigade des VEB Zündholz, haben uns soeben entschlossen, nicht nur bei euch das Wochenende zu arbeiten, sondern wir haben eine Agitationsgruppe gebildet, mit dem Ziel, den Bürgern von Liebesau die große Bedeutung des gegenwärtigen Kampfes um den Frieden zu erklären. Das hat uns gerade noch geschehen. Die Waffen sind da. Und du, Vorsitzender, du rückst jetzt mal schön die Heiterblicks raus. Ich brauche jede Hand in der Ernte. Genosse Oberwachmeister, hol mal den ihre Klamotten. Schäft ihr euch den gar nicht? Macht mich nicht unglücklich, Vorsitzender. George. Er ist so still gestorben. Hätte er nicht noch irgendwas sagen können? Sowas wie... Na, Greti? Soll ich dir den cognacfarbenen Hosenanzug aus West-Berlin mitbringen? Oder... Na, nun haben sie sich wieder. George und die Gerlinde. Oder Scheiß was auf dem Dritten Weltkrieg. Könnt ewig hier so sitzen bleiben. Ja, ich auch. Da war der Opa nicht. Schön hier bei euch. Auch wenn keiner mehr wohnt auf dem Hof. Weißt du, dass ich die erste Nacht nach 8 Jahren nicht einschlafen konnte? So aufgeregt war ich, in Liebesau im Bett zu liegen. Obwohl es nicht meins war. Den Aufsatz von dir damals werde ich nie vergessen. Welchen Aufsatz? Na, den von dem luschigen Faulpelz. Warte mal. Da war ein Faulpelz, so eine richtige Schlafmütze. Man hätte ihn auch ein Faultier nennen können. Und? Und? Er fand nicht mal eine Freundin. Ja. Aber eines Tages, als er so im Bett träumte, da erschien ihm eine Frau. Nee, mehr noch, so eine üppige Blondine im Bikini.
Und ohne zu zögern hat er sich mit ihr verheiratet. Und es gab eine vollendete Hochzeit. Eine vollkommene, hat Gott man gesagt. Richtig. Macht's gut, Genossen. Bis nächstes Wochenende. Jugendfreunde, was heißt Demokrat sein? Jeden Tag ein Mann der Tat sein. Als du das damals vorgelesen hast, mit dem Bikini da, habe ich mir dich vorgestellt. So. Ja, wir beide so am Strand von, weiß auch nicht, das hätte auch hier am Bach sein können. In dem Loch, weißt du, wo die Russen früher mit dem T-34 durchgefahren sind. Ich dachte immer am Strand von Rimini. Jetzt hast du deiner Doris nicht mal Tschüss gesagt. Meine Grete. Es geht nicht. Ich bin nicht mehr von hier. Kinder! Kinder! Es ist was Schreckliches passiert! Tante Hulda! Tante Hulda! Der Opa ist gestorben. Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. Karl Marx. 1905 Adolf Hennecke geboren. Meine Heimat. Schöner Rest. Schick mir lieber eine cremefarbene Cognac-Hose. Ja.
lieber, lieber Rest. Wir haben es alle nur mit Resten zu tun. Es gilt, was draus zu machen. Komm mit mir nach Köln am Rhein. Ja. In Gedanken. Wir müssen los. Es ist schon spät. Das der Partisanen, als der Sturm auf Spassk gelang, klingt es auch wie eine Sage, kann es doch kein Märchen sein. Polotschkajewska genommen, Rotarmisten zogen ein. Polotschkajewska genommen, Rotarmisten zogen ein.